Willkommen bei Terra Express. Seltsame Entdeckungen unter der Erde. Was zuerst aussieht wie gewöhnliche Tropfsteine, wird zur großen Überraschung. Aufregung um Schweizer Käse. Warum hat er immer weniger Löcher? Und wer steckt hinter Käsefälschungen? Rutschende Hänge, zerstörte Häuser. Was getan wird, um sich davor besser zu schützen? Edeltraud Klieber ist beunruhigt. Die Stoffe haben sie was gefallen. Irgendetwas liegt in der Luft. Nein, der will nicht. Plötzlich ertönt draußen Lärm. Edeltraud Klieber traut ihren Augen nicht. Eine reißende Schlammflut. Oh mein Gott. Auch ihr Lebensgefährte ist alarmiert. Claudia, das ist ja wie ein Weltuntergang. Soll ich die Jasmin anrufen? Wir brauchen Hilfe. Ruf zu. Wer weiß, vielleicht ist der Sturzbach vor der eigenen Haustür ja nur Vorbote von noch Schlimmerem. Das befürchtet rund 30 Kilometer entfernt auch Tochter Jasmin Lacher. Ja, Mama? Na, ihr Mama, wo seid ihr? Ja, einfach raus. Ihre Sorge, der heftige Dauerregen könnte einen Erdrutsch auslösen. Deshalb wollen sich die beiden rasch in Sicherheit bringen. Doch die Tür klemmt. Da bleibt nur noch ein beherzter Sprung in die braune Flut. Draußen ist die Sicht gleich null. Wo bist du? Otto! Otto! Otto Steurer kommt nur noch schwer voran. Ja. Wir müssen über den Berg, weil ich da schon knietief im Schlamm. Auch Jasmin kann nicht mehr helfen. Den Schlammmassen knapp entkommen, kämpfen sich die beiden Rentner einen steilen Hang hinauf. Otto, halt die Gurt fest. Gerade noch rechtzeitig können sie sich vor den Fluten retten. Jasmin ruft ihn. Hallo Jasmin. Die Mama, wo seid ihr? Es bleibt einfach beim Wald bei einem Baum stehen. Ich versuche, die Feuerwehr zu erreichen. Derweil wälzt sich unten eine gewaltige Masse aus Wasser, Gestein und Schlamm durch das Dorf und reißt alles mit sich. Dann endlich, nachts um 2:30, findet die Feuerwehr Edeltraud Klieber und Otto Steurer. Sie haben es geschafft, wenn auch völlig durchnässt und stark unterkühlt. Am nächsten Morgen hat sich der Regen endlich verzogen. Manfred Petracher von der Wildbachverbauung Tirol will sich so schnell wie möglich ein Bild von der Lage in Sellrhein verschaffen. Mit dem Hubschrauber der Flugpolizei Innsbruck fliegt er ins Tal. Das Ausmaß der Katastrophe ist viel schlimmer als erwartet. Fürchterlich. Das hätte ich nicht geglaubt, dass das so ausschaut. Ich kann nur hoffen, dass nicht Menschenleben auch zu beklagen sind. Doch zum Glück wird niemand verletzt. Dafür verwüsten tonnenweise Schlamm und Geröll den gesamten Ortskern. Sofort beginnen die Aufräumarbeiten. Alle packen mit an. Manfred Petracher und Kollegin Annegret Jenner sammeln oberhalb des Dorfes erste Daten. Schon die Größe dieses Felsbrockens lässt die Wucht der Gerölllawine erahnen. Und Wucht? Offenbar sind Unmengen Schlamm und Gestein von hier oben runter ins Tal gedonnert. Das sind sicher 60.000 bis 70.000 Kubikmeter, die da liegen. Hätte ich auch gesagt, das waren um die 7.000 Lkw fahren. Diese gewaltige Masse hat auch das Leben von Edeltraud Klieber und Otto Steurer mit einem Schlag verändert. Otto, wir haben alles verloren die letzte Nacht. Jetzt haben wir nicht mehr als was das, was wir halt am Körper haben. Wir müssen schauen, was weitergeht, gell? Inzwischen geht vor Ort die Ursachensuche weiter. Mit einer neuen Methode will Mark Adams vom Bundesforschungszentrum für Wald genauere Erkenntnisse über den Unglückshergang gewinnen. Das ist im Prinzip ein GPS. Das heißt, das Gerät zeichnet genau diese Position auf. Und dann können wir diese Informationen später nutzen, um dann die Daten zu verarbeiten. Die Daten sammelt eine Drohne. Einfach und effektiv. Okay, wie viel Zeit haben wir jetzt eigentlich? 1,5 Stunden. Für diesen Sonderflug muss der Luftraum frei sein. Die Drohne kreist über dem Zentrum der Gerölllawine, einer sogenannten Mure, und schießt Fotos. Später werden darauf selbst zentimeterkleine Steine deutlich erkennbar sein. Hallo Mama, hallo Otto. Was willst du? Ja. Jasmins Eltern brauchen jetzt die Unterstützung ihrer Tochter.
Doch die überbringt eine bittere Nachricht. So wie es ausschaut, müsst ihr euch echt aufs Allerschlimmste einstellen. Das Haus ist komplett vermurrt. Es ist nichts mehr da. Eine derart gewaltige Mure wie in Sellrhein ruft auch Gunter Heißel auf den Plan. Der Geologe der Tiroler Landesregierung sucht nach sogenannten Hangexplosionen. Er weiß, bei Starkregen kann das Wasser an manchen Stellen fontänenartig aus dem Boden schießen. Na, so viele Hangexplosionen auf einmal, ich hätte mir's nie gedacht. Das ist ja echt der Wahnsinn. Edeltraut Glieber und Otto Steurer erscheint ihre Rettung wie ein Wunder. Das Haus ist komplett verschüttet. Das ist noch übrig. Da ist Balkon. Das ist der Balkon. Ja, ist aber weg. Man kann jetzt eh mal weg. Da ist dein Auto. Na ja, genau. Das ist außen im Feld. Wer hier wohnt, weiß, die Berge sind unberechenbar. Doch Geologe Gunter Heißel befürchtet in Zukunft immer häufigere Bergrutsche oder Überschwemmungen, wie in Sellrhein. Die Klimaänderungen werden natürlich eine Rolle spielen. Als Chefgeologe des Landes Tirol ist der Forscher selbst nur knapp einer Katastrophe entronnen. Bei Messarbeiten an der Blickspitze in den Ötztaler Alpen löst sich völlig unerwartet eine Gerölllawine. Die Ursache hier, der Permafrost taut und macht den Berg instabil. Gunter Heißel rennt um sein Leben. Das war ganz schön knapp da, das sage ich da. Ein anderer Fall. Dieser Bergbach in Laas in Südtirol verwandelt sich immer wieder in ein reißendes Ungetüm aus Wasser und Steinen. Das Amt für Wildbachverbauung überwacht ihn deshalb mit Videokameras. Nur wenige Tage nach der Verwüstung in Sellrhein kommt es zu weiteren Murenabgängen. Im rund 80 Kilometer entfernten bayerischen Oberstdorf müssen 500 Menschen in Sicherheit gebracht werden. Auch hier ist Starkregen der Auslöser, der die kleinen Wildbäche gefährlich anschwellen lässt. Eines muss man sagen, bei den Katastrophen braucht es immer Glück. Das hat man Gott sei Dank, weil sonst würde es in den Alpen viel mehr Tote geben. Die Berge geraten offenbar immer öfter in Bewegung. Deshalb suchen die Forscher nach Lösungen, wie sie die Gefahren minimieren und somit ganze Dörfer schützen können. Mittlerweile liegen die Luftbilder der Drohne dem Bundesforschungszentrum für Wald in Innsbruck vor. 300 Einzelaufnahmen aus dem Zerstörungsgebiet der Mure fügen die Experten wie in einem Puzzle zusammen. Da ist das Haus vom Steirer Otto. Zum Vergleich nutzen sie alte Aufnahmen des Ortes aus dem digitalen Archiv des Landes Tirol. Da hat sich ja innerhalb von wenigen Stunden das gesamte Tal verändert. Edeltraut Glieber und Otto Steurer haben alles verloren. In einer Ferienwohnung von Freunden können sie erst mal wohnen. Das wollen sie aber so schnell wie möglich ändern. Ich bin froh, wenn wir nachher bis niemandem mehr zur Last fallen. Ja, es ist halt einmal so. Die beiden haben deshalb einen Entschluss gefasst. Sie wollen sich im Tal ein neues Haus bauen. Anhand der Drohnenfotos erstellen die Experten eine Grafik, die zeigt, wo und wie viel Geröll im Tal liegt. Das Ergebnis überrascht. In Summe haben wir 120.000 Kubik Ablagerung. 120.000 ja. Kubikmeter? Ja. Das ist gewaltig viel. Das ist ja eigentlich fast das Doppelte von dem, was wir erhoben haben. Seit der Katastrophe herrscht Ruhe in Sellrhein. Otto Steurers Haus ist abgerissen. Doch er gibt nicht auf, will auf demselben Grundstück ein neues bauen. Hoffentlich steht das länger, als was das alte gestanden ist. Das alte ist 10 Jahre gestanden. Ja. Dass es nicht die Mehlach das wieder wegnimmt. Ne? Ja, hoffen wir auch. Geologe Gunter Heißel hat inzwischen seine Aufnahmen der Hangexplosionen ausgewertet. An besonders gefährdeten Stellen rät er zu Vorsichtsmaßnahmen. Also ich würde jetzt da in Y-Form mit Drainagen anfangen und einfach so abführen. Und sollte es wieder tagelang regnen, einfach mit einer Eisenstange Löcher in die Grasnarbe stechen. Das entlastet den Boden. Und damit kann sich kein Druck mehr aufbauen. Und lieber ein paar Löcher mehr als wir weniger. Ja, das macht man auch nicht, weil wir möchten nur länger dort bleiben. Im Tal planen Edeltraut Glieber und ihr Lebensgefährte bereits den Neubau ihres Hauses. Dafür müssen sie auf ihre gesamten Ersparnisse und Altersrücklagen zurückgreifen.
Wie schaut es aus jetzt? Hat sich die Versicherung gemeldet? Ja, es ist leider in Österreich nicht versicherbar. Ohne Katastrophenfonds und ohne Land ganz nicht. So ist das Rentnerpaar nun auf die Unterstützung anderer angewiesen. Im Tal soll ein riesiges Auffangbecken für Schlamm und Geröll errichtet werden. Den optimalen Standort dafür zeigen die neuesten Computerauswertungen. Das ist das Becken da. Das wird also für den Ort einen wesentlichen Sicherheitszugewinn bringen. Ja, so eine Katastrophe brauchen wir nicht mehr. Edeltraud Klieber und Otto Steurer vertrauen darauf. Ihre Hoffnung wächst. Wie lange dauert es denn, bis meint ihr? Ich schätze ein Jahr. Ein Jahr, aber wir schaffen es. Ja, auf alle Fälle. Ja. Eine Katastrophe wie diese wird es in Sellrhein so hoffentlich nicht mehr geben. Was hier unternommen wird, dient nicht nur der Sicherheit der Einwohner, sondern auch all denen, die ihren Urlaub in den Bergen verbringen. Die Alpen gibt es übrigens schon ganz schön lange. Vor ungefähr 135 Millionen Jahren haben die angefangen, sich aufzufalten. Ach so, dann macht halt jemand eine Brotzeit. Und freut sich auf herzhaften Käse aus der Schweiz. Doch das Stück Appenzeller hat einen merkwürdigen Geschmack. Irritiert schickt der Kunde eine Probe an den Markeninhaber. Kurze Zeit später in den idyllischen Schweizer Bergen. Die Beschwerde erreicht die Sortenorganisation von Appenzeller. Für Christoph Hohlenstein nicht der erste Hinweis dieser Art. Ja, das häuft sich aber in letzter Zeit mit diesen Reklamationen. Jetzt müssen wir was unternehmen, das kann es nicht sein. Verdammte Schweinerei. Sofort bestellt er eine Runde mit dem Qualitätsmanagement ein. Beim Verkosten wird klar, irgendetwas stimmt nicht. Trocken. Schmeckt komisch. Lass so schnell wie möglich eine Analyse machen, dann wissen wir, was da los ist. Eine Lösung muss gefunden werden. Schließlich vertrauen die Kunden darauf, einen Original Schweizer Käse zu kaufen. Immer häufiger taucht ein weiteres Phänomen auf. So in der Käserei von Urs Gemperle. Sein Käse hat zwar noch dieselbe Qualität, aber weniger Löcher. Der hat auch kein Loch. Wieso haben denn diese Käse keine Löcher mehr? Von wo kommt denn das? Urs Gemperle befürchtet eine schlechtere Bewertung seines Produkts. Der Löcherschwund geht gar nicht. Schließlich handelt es sich um ein Milcherzeugnis, für das die Schweiz auf der ganzen Welt bekannt ist. Mehr noch, die ganze Tradition des Schweizer Käses ist in Gefahr. Daher sucht das Kompetenzzentrum des Bundes für landwirtschaftliche Forschung, Agroskop, nach einer Lösung. Dominik Guckisberg und sein Team nehmen die Käseleibe genau unter die Lupe. Hier sieht man jetzt praktisch keine Lochung. Dem müssen wir auf den Grund gehen. Offenbar haben Käsereien mit dem gleichen Produktionsprozess trotzdem unterschiedlich viele Löcher in ihrem Käse. Also muss fast an der Milch irgendetwas verschieden sein? Eine erste Spur. Schließlich werden die Käsereien von verschiedenen Bauern mit frischer Milch versorgt. In Appenzell wartet Christoph Hohlenstein nach dem auffälligen Geschmackstest nun auf die Analyseergebnisse. Zu wenig Fett drin, trocken. Da wollte wieder einer doppelt bescheißen. Damit haben sie sich selbst verraten. Der Käse ist also nicht nur eine Fälschung, sondern auch noch eine schlecht gemachte. Umso mehr ärgert es Christoph Hohlenstein, dass dieses Stück trotzdem als echter Appenzeller etikettiert ist. Denn eigentlich unterliegt die Käseherstellung den strengen Vorgaben des Pflichtenheftes. Auch Urs Gemperle muss sich exakt daran halten. Erst nach mehrfacher Kontrolle wird sein Käse für den Verkauf freigegeben. Sehr schön. Der Teig auch super. Trotz aller Sicherheitsmaßnahmen gibt es offenbar Lücken für Fälscher. Christoph Hohlenstein muss schnell handeln. Ich bitte dich, dem Kunden ein Schreiben zu schicken, wo er die Käse gekauft hat, und du rufst den Zoll an. Wir sollen ab sofort Stichproben machen und da ein bisschen schärfer kontrollieren, was rübergeht. Denn der Zoll testet auch, ob es sich bei der Einfuhr von Käselieferungen um Schweizer Originalprodukte handelt oder nicht.
Ebenso lässt der Markeninhaber im Einzelhandel verstärkt Stichproben bei angebotenem Appenzeller Käse durchführen. Schließlich weiß niemand, ob nicht noch mehr Fälschungen im Umlauf sind. Auf der Suche nach den fehlenden Löchern im Käse sind die Forscher derweil einen Schritt weiter. Zwischen Milch und Löcherschwund sehen sie einen Zusammenhang. Denn ist die Milch sehr fein gefiltert, dann sind keine Partikel in der Milch, keine Löcher im Käse. Irgendwas in der Milch sorgt also für die Löcher im Käse. Genau diese Teilchen müssen die Forscher nun finden. Dazu geben sie nacheinander unterschiedliche Partikel aus der Stallluft in den Käse. Auch im Fälscherfall gibt es bislang noch nichts Neues. Doch dann bekommt Christoph Hohlenstein den entscheidenden Anruf. Was? 1,5 Tonnen? Das ist ja Wahnsinn. Die Zollbehörden haben eine Käselieferung zurückgehalten. Es besteht der Verdacht, dass die Ware widerrechtlich als Appenzeller deklariert wurde. Für Christoph Hohlenstein fügen sich immer mehr Fakten zu einem Gesamtbild zusammen. Er weiß jetzt, wo der Kunde den Käse gekauft hat. Auch gibt es weitere Fälschungen im deutschen Einzelhandel. Für uns ist wichtig, dass wir jetzt wissen, der Großhändler kann nichts dafür und diese Lebensmitteleinzelhändler, die sind dann für sich Opfer geworden und der Schuldige ist dieser Exporteur, der bereits gefälschte Ware aus der Schweiz angeliefert hat. Ein klarer Fall für den Rechtsanwalt. Der schließt nicht aus, dass neben Markendelikten noch weitere Straftaten in Frage kommen. Zur Diskussion könnte auch Betrug stehen. Also das sind schon happige Dinge. Ein Strafantrag wird gestellt. Die Käseladung muss zurückverfolgt werden. In Bern sind die Forscher weiter den verschwundenen Löchern auf der Spur. Und tatsächlich, in einem Käse haben inzwischen bestimmte Bestandteile sie wiederhergestellt. Das ist nur wegen den Heupartikeln. Das ist der Käse mit den Heupartikeln. Ja. Das ist erstaunlich, ja? Phänomenal. Das ist wirklich der Durchbruch. Normalerweise gelangen beim Melken Heupartikel durch die Stallluft in die Milch. Doch geschlossene Melksysteme und eine bessere Hygiene verhindern das. Darin sehen die Forscher die Ursache für den merkwürdigen Löcherschwund. So simpel kann die Lösung also manchmal sein. Einfach eine zusätzliche Prise Heupulver und schon kehren die Löcher wieder in den Käse zurück. Dank dieser Erkenntnis kann auch Urs Gemperle aufatmen. Der hat jetzt ein schönes Loch. Siehst du, auf dieser Seite hat er ein super schönes Loch. Ja. Das hat etwas gebracht mit den Heublumen. Das bringt doch was, ja? Auch im Fälschungsfall gibt es endlich Klarheit. Offenbar hat ein Schweizer Exporteur sowohl Original-Appenzeller als auch billigeren Käse aufgekauft und falsch etikettiert. So sind größere Mengen des gefälschten Käses in Umlauf gekommen. Der Angeklagte wird unter anderem wegen gewerbsmäßigen Betrugs zu einer bedingten Geldstrafe von knapp 60.000 Schweizer Franken verurteilt. Damit solche Fälschungen in Zukunft verhindert werden können, führt Appenzeller eine flächendeckende Caseinmarke ein, den sogenannten Käsepass. Und so können wir auf jedem kleinen Stück dann beweisen, dass es wirklich richtiger Appenzeller Käse ist. Doch einen Nachteil hat die neue Caseinmarke. Bei neuen Produkten ohne Rinde lassen sich Fälschungen noch nicht gänzlich ausschließen. Wir haben ja jetzt noch bei den Scheiben vereinzelt Problemfälle gehabt, wo wir Missbräuche vermutet haben. Deshalb testen Forscher von Agroskop nun mehrere Bakterienstämme. Die passenden sollen später der Milch zugefügt werden. Hier sind dann gewisse Bakterien, die sehr gut gewachsen sind. Die könnten wir verwenden. Ja. Im Käse hinterlassen die Bakterien eine Art genetischen Fingerabdruck, der ihn eindeutig identifiziert. Eine Probe soll zeigen, ob sich die Bakterien tatsächlich darin finden lassen. Und, wie schaut's aus? Ganz gut. Das heißt, der Herkunftsnachweis hat funktioniert? Ja. Bakterien als unbestechlicher Nachweis des wahren Ursprungs. Auch Urs Gemperle fügt sie seinem Käse bei, damit niemand mehr plumpe Fälschungen für seinen echten Appenzeller ausgeben kann. Geschmack braucht übrigens Zeit. Bis dieser Käse hier sein volles Aroma entwickelt hat, muss er mehrere Monate im Käsekeller liegen.
bei 15 Grad und einer Luftfeuchtigkeit von 90%. Tatsächlich ist Käse das wichtigste Exportprodukt der Schweizer Landwirtschaft. Seinen besonderen Geschmack hat er der Alpenmilch zu verdanken. Fleckvieh wie dieses hier frisst im Winter nämlich gutes Heu und im Sommer auf der Alm Gräser und Kräuter. Na, schmeckt's? Jetzt muss ich aber mal schauen, was seit kurzem da unten so rumort. In diesem alten Stollen machen Geologen des Bayerischen Landesamts für Umwelt gerade eine unglaubliche Entdeckung. Das hier ist eine Sensation. Eigentlich suchen die Forscher im Rahmen eines EU-geförderten Projekts nach Wasserquellen. Dafür sind sie in ganz Bayern unterwegs, nehmen Proben und verzeichnen alles exakt in den Karten. Historische Unterlagen helfen ihnen dabei, auch längst vergessene Quellen aufzuspüren. Als nächstes müssen wir gleich zu dieser Quelle hin. Ja, das ist bei Sulzbrunn. Das ist eine Heilquelle, das ist ganz was Verrücktes. Sulzberg mit seinem ehemaligen Kurort Sulzbrunn liegt im tiefsten Allgäu. Auf geht's. Zum Glück haben die beiden eine Karte dabei. Damit werden sie die Quelle schon finden. Sie wollen mehr über die Qualität des Grundwassers herausfinden und wie es fließt. Doch am Ziel angekommen erwartet sie eine herbe Enttäuschung. Das kann nicht die Quelle sein. Also entweder sie ist da oben, aber wo? Wir brauchen den Originalaustritt. Und der muss hier irgendwo sein. Also heißt es weitersuchen. Zum Glück ist die Gegend nicht völlig menschenleer. Suchen Sie etwas? Können Sie uns weiterhelfen? Ich kann Ihnen schon helfen. Ich bin hier der Quellenbetreuer. Ich kann Sie gerne raufführen. Ja. Auf geht's. Die Zufallsbegegnung mit Franz Hösle beschert gleich die nächste Überraschung. Herr Hösle, das ist ja keine Quelle. Ja. Das ist ja ein richtiger Schacht. Das ist der Quellschacht von Sulzbrunn. Doch ihre Freude wird schnell getrübt. Da können wir da rein. Da müssen wir runter, da müssen wir hin. Aber wir können nicht rein. Denn Hösle kennt die Risiken nur zu gut. Er selbst wollte es vor rund 10 Jahren wagen, wieder einen Blick in den fast schon vergessenen Quellschacht zu werfen. Doch vorher soll die Feuerwehr das Risiko abschätzen. Wer weiß, wie die Luft da unten ist. Plötzlich schlägt das Gaswarngerät Alarm. Ja, wir haben zu wenig Sauerstoff da unten. Franz Hösle muss oben bleiben. Selbst die Feuerwehrmänner wagen den riskanten Abstieg in den 8 Meter tiefen und engen Schacht nur mit Atemschutzgeräten. Im Stollen angelangt, müssen sie noch ein Stück weiter. Ein Gang führt zur Quelle. Doch das ist kein Ort, an dem man lange bleiben will. Die Männer klettern schnell wieder nach oben. Dass es so schwierig werden würde, an diese sagenumwobene Quelle heranzukommen, damit haben die Geologen nicht gerechnet. Laut Überlieferung soll sie sogar heilende Wirkung haben. Entdeckt hat sie angeblich ein kranker Gastwirt im Jahr 1837. 3 Monate lang kommt er in den Wald und trinkt das Quellwasser. Wie durch ein Wunder ist er plötzlich von seinem Leiden befreit. Die Heilung spricht sich schnell rum. Es entsteht eine Badeanstalt, daraus wird ein Kurort und mit dem neuen Stollen lässt sich das vermeintliche Wunderwasser noch besser auffangen. Fragt sich nur, wie man da auch ohne Atemschutzgerät rein kann. Es gibt einen Weg, da reinzukommen, aber es wird schwierig werden. Das lassen sich die Geologen nicht zweimal sagen und stimmen Hösles Plan zu. Er entlüftet den Stollen und pumpt das darin aufgestaute Wasser ab. 3 Tage dauert die Aktion. Dann ist es soweit. Die Geologen dürfen endlich hinab in die Unterwelt von Sulzbrunn. So, ich bin gespannt, was uns unten erwarten wird. Doch vorher müssen sie prüfen, ob die Luft wirklich rein ist. Franz Hösle verlässt sich da auf einen alten Trick. Vorsichtig lässt er eine Kerze in den Schacht hinunter. Brennt sie ruhig weiter, ist genügend Sauerstoff im Stollen. Wir sehen, die Kerze brennt. Wir können runtergehen. Das ist erstmal super, aber wir nehmen auf jeden Fall unser Gaswarngerät mit. Nichts gegen Hösles Kerzentrick, aber sicher ist sicher. Wer weiß, was da unten vielleicht noch alles passiert. Ist ja unglaublich. Roland Eichhorn traut seinen Augen nicht. Timo, das wird immer spektakulärer. Überall hängen seltsame, tropfsteinförmige Gebilde von der Decke. Es bewegt sich. Es ist nicht fest.
glibbernde Fäden, soweit das Auge reicht. Das sieht ja aus wie in einem Alien-Film. Unglaublich. Das habe ich so noch nie gesehen. Doch die Sensation hat bislang keiner erkannt. Herr Hösle, gab es denn diese Tropfsteine hier unten schon immer? Seitdem ich diesen Stollen wieder kenne, ja. Aber wir haben keine große Bedeutung darauf gelegt. Das ist was ganz Einmaliges. Habe ich noch nie irgendwo gesehen. Decke und Wände des Stollens sind zentimeterdick überzogen mit diesem rätselhaften Schleim. Und der hat es in sich. Das scheint zu leben. Lebende Tropfsteine. Nur wie die hier leben können, ist dunkel, kalt, eigentlich lebensfeindlich. Doch die Forscher wissen, auch an anderen Orten herrschen extreme Bedingungen und trotzdem gibt es dort Leben. Zum Beispiel am Grund der Tiefsee. Die sogenannten schwarzen Raucher speien heißes Wasser mit für uns giftigen Stoffen in den kalten Ozean. Kaum vorstellbar, aber dort existiert tatsächlich ein Biotop aus einer Vielzahl verschiedener Mikroorganismen und Kleinsttieren. So viele schleimige Tropfsteine haben die Geologen vorher noch nie gesehen. Von irgendwas müssen sie ja wachsen, also leben. Wasser gibt es genug. Das könnte der Schlüssel sein. Sie tun, was sie ohnehin tun wollten und nehmen eine Probe. Neben Jod gibt es offenbar auch Methan im Stollen. Auch vom Schleim nehmen sie eine Probe. Außerdem informieren sie die Mikrobiologen vom Helmholtz-Zentrum München über ihren Fund. Wir glauben, das ist eine Lebensform, die würde man Ihnen vorbeischicken. Noch besser wäre es, wenn Sie selber mal vorbeikommen und sich das anschauen. Das lassen sich die Forscher nicht zweimal sagen. So ein Fund fast vor der Haustür, da verlassen Sie gerne mal das Labor. Das ist ja nicht wahr. Den beiden verschlägt es schier den Atem. Ihre erste Vermutung, bei so viel Schleim an der Decke muss irgendein Gas beteiligt sein. Sofort machen sie sich auf die Suche und werden schnell fündig. Ich glaube, ich sehe schon was blubbern hier. Oh ja. Gas erst in die Flasche, dann ins Labor. Schleimige Tropfsteine und eine Heilquelle. Offenbar sind die Forscher auf eine heiße Spur gestoßen. Im Labor des Instituts für Grundwasserökologie wird der Schleim untersucht. Die Punkte sind Bakterien. Alles ein riesiger sogenannter Biofilm. Tillmann Lüders ist überrascht. Was wir hier gefunden haben, ist eine Sensation. Also diese Biofilme sind weltweit einzigartig. Bleibt die Frage, wovon die Bakterien leben. Vielleicht spielt ja das entnommene Gas eine entscheidende Rolle dabei. Da ist ja tatsächlich Methan drin. Das sind ja mindestens 30%. Bei dieser Menge müsste sich der Fingerabdruck des Gases auch in den Bakterien wiederfinden. Und tatsächlich? Das ist letztlich wirklich der Beweis, dass die Bakterien sich in der Höhle ausschließlich von dem Methan ernähren. Eine unglaubliche Entdeckung. Mit dem Quellwasser steigt Methan aus der Tiefe nach oben und genau davon leben die winzigen Organismen. Doch das ist noch nicht alles. Die Forscher rätseln weiter über den Schleim. Offenbar kapseln sich die Bakterien darin ein. Wovor schützen die sich, denkst du? Eigentlich könnte es vielleicht das Jod sein. Denn das wirkt antibakteriell und dient in der Medizin zur Desinfektion. Vermutlich schützt der Schleim die Bakterien also vor Jod. Mitten im Allgäu haben sie ein einzigartiges Naturphänomen entdeckt. Franz Hösle hat es schon immer gewusst. Sein Stollen ist etwas ganz Besonderes. Ich bin gespannt, was die Forscher sonst noch alles so herausfinden. Das war's von uns für heute. Bis zum nächsten Mal.